Elias, also die große Frage, warum überhaupt Holzkern? Hey Leute, wir feiern 8 Jahre Holzkern. Und jetzt hören wir mehr von den Leuten, die Holzkern zu dem machen, was es ist. Warum überhaupt Holz? Weil wir haben von Tag 1 quasi das Ziel gehabt, natürliche Materialien in Uhren und auch andere Accessoires reinzubringen. Seit 2017 waren wir in unserem ersten Wiener Büro. In unserem ersten Office, wir sind wirklich auf Kartons gesessen und haben Tetris gespielt, um durchzukommen. Und inzwischen haben wir einfach so viel mehr Platz. Das ist sehr einfach sichtbar, was sich da alles verändert hat. Was waren denn bei den Produktlaunches, bei Entwicklungen, schwierige Momente oder wo warst du am meisten nervös? Tatsächlich beim allerersten Schmucklaunch musste ganz von null aufgestellt werden bezüglich was für Designs, was für Materialien, wie stellt das auf. Wann war das so ein Moment, okay, wow. Die Momente gab es unendlich oft, immer wenn was Neues kam und gibt es hoffentlich noch sehr oft in Zukunft. Wir haben jetzt so einen coolen Online-Shop und wir haben 10 richtig, richtig coole Stores offline. Online kann man durch die ganzen Kategorien scrollen und offline in unseren Stores kann man Materialien ausprobieren. Am besten man probiert beides aus. Aber jetzt noch eine Frage zurück. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, generell in Schmuck zu gehen? Der Gedanke ist, glaube ich, immer der gleiche, aber wir reden auch hin und wieder drüber. Wenn Menschen was wollen, was wir machen können, dann bemühen wir uns drum. Bei Schmuck gab es viel Nachfrage und deswegen haben wir es gemacht. Deswegen werden wir auch weiter innovativ bleiben. Wir haben jetzt über 1 Million Kundinnen, über 1000 Designs und über 170 Mitarbeiterinnen. Was gibt es neben diesen Zahlen eigentlich sonst noch Erwähnenswertes? Dass wir unsere Mitarbeiterinnen auch auffordern, jeden Tag sich selbst zu sein. Und das machen sie gut. Also Stefan, du bist jetzt schon eine ganze Weile bei uns. Was würdest du denn sagen, was hat sich im Team am meisten verändert seit deinem ersten Shoot bis jetzt? Also hauptsächlich natürlich ist das Team gewachsen, was mich sehr freut. Und dementsprechend dann auch uns getraut haben, eine große Kampagne loszustarten, wo wir in Island gefilmt haben. Die Erwartung halt in Krakow. Worauf bist du eigentlich am meisten stolz? Gute Frage. Teil eines sehr starken Teams zu sein. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Wir haben sehr ambitionierte und talentierte Leute hier an Bord. Und ich glaube, das macht am Ende des Tages wirklich den Unterschied auch für den Kunden, um unsere Kernwerte spüren zu können. Könnte ich nicht besser sagen. Bleibt jetzt nur noch eine Frage übrig. Wie schaut die Zukunft aus? Meine Vision ist klar. Wir wollen das, was wir machen, besser machen. Und das werden wir auch machen. Und damit einfach noch mehr Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Wenn man mag, was wir machen, dann freuen wir uns alle hier, wenn uns Menschen weiter verfolgen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin verfolgt und zeigen euch wöchentlich neue coole Produkte in unserem Webshop.